Hallo zusammen. Hi, Hi. Thomas. Heute sind wir zu dritt. Es ist ein bisschen kuschelig, aber es funktioniert. Der Stefan und Steffi von Journey Glimpse. Journey heisst Reis. Reis, genau. Und Glimpse einen kurzen Einblick. Das ist richtig. Habe ich gut vorbereitet. Absolut. Ihr tretet unter dem Namen auf und sind ein Paar, für alle, die sich fragen, und sind unterwegs gewesen. Also wir machen Reisefotografie, also Landschaft, ja, Landschaft und Reisefotografie. Wir waren auf einer Weltreise 2017, 2018. Wir haben gebloggt, gevloggt, also Videoblog und Papierblog, also Papierblog, geschriebener Blog und Videoblog. Ja. Die Reise war, erzähl mal, wo haben wir angefangen? Wir haben gestartet in Peru, sind dann aber nach Chile, sind dann übergeflogen nach Australien, weiter nach, Zwischenstopp in Bali, nach Myanmar, nach Nepal und dann der Abschluss quasi in Namibia und Südafrika. Okay, welchem Zeitraum das Ganze? In 6 Monate. Also 6 Monate ununterbrochen on the road. Jawohl, ist das zu viel oder zu wenig? Oder? Also jetzt nicht, klar ist es, wenn man denkt, 4 ist immer zu wenig, aber hat es gelangt, um all das zu sehen, was ihr sehen wollt? Es kommt natürlich immer auf den Typ Mensch. Also ich könnte jetzt noch mal ein Jahr oder zwei weiterreisen, vor allem weiter fotografieren, weiter filmen. Du siehst eh nie alles von einem Land. Also wir haben nie den Anspruch gehabt, jetzt alles zu sehen, sondern wir haben einfach gesagt, wir fliegen mal in ein Land, schauen, was dort passiert. Und haben natürlich teilweise auch so Weiterflüge gehabt, die haben wir dann ab und zu verschoben, dass wir noch ein bisschen Spielraum hatten. Aber gleich, also für mich ist es lange nicht. Ja. Aber das war von Anfang an geplant, die Flüge? Ja. Ja, wir haben die Reise an sich eigentlich blank und haben einfach quasi uns festgelegt, was wir anschauen wollen, haben uns aber sehr wenig vorgenommen, weil wir sehr langsam unterwegs waren. Also wir haben, wenn man sich das vorstellen würde, Life York Great Ocean Road, wo wir eigentlich in einem Tag durchfahren, haben wir in die Woche gebraucht. Aber wir sind schon gefahren, sind nicht gelaufen. Wir sind gefahren, haben natürlich viel am Fotografieren. Das heisst, wenn du eine Reisegar anfährt, die machen ihre Fotos, dann sind die innerhalb von 10 Minuten wieder weg und wir sind halt schon vorher 4 Stunden am gleichen Spot gewesen. Okay, ja, ist klar. Und ihr dann beide fotografieren? Ja. Habt ihr euch über Fotografie kennengelernt? Nein. Eigentlich mal in der Lehrseinerzeit, im KV, ganz banal, wirklich okay. So. Ja, halt während dem Unterricht und dann im Sprachunterhalt mal, ja, ein bisschen mehr in Kontakt kommen. Und so ist dann das Jahre, Jahre danach irgendwann mal zusammengekommen. Genau. Interessant. Wir schauen mal das Bild an. Sonne. Aufgang wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Es ist so ein Aufgang. Bitterkalter Morgen in Australien. Es klingt immer so blöd, wenn man es sagt. Das sieht man nicht, dass es kalt ist. Also, ja. Aber es hat extrem geluftet und es ist noch Frühling in Australien. Mhm. Und wir haben keine Winterkleider dabei gehabt. Wenn man halb so unterwegs ist, kann man natürlich nicht zu viel einpacken. Und ja, haben dann dort schon quasi seit der Nacht um 4 Uhr sind wir dort gestanden. Und irgendwann, also mir ist dann irgendwann zu kalt geworden. Ich bin dann irgendwann retour Richtung Camper, wo wir hatten. Weil es war extrem bewölkt. Also man konnte nicht ahnen, dass es wirklich noch aufreißt und die Sonne wirklich durchkommt. Und der Stefan hat durchgehalten quasi. Und hat dann dafür das Bild bekommen. Ja, dann manchmal war ich geduldig. Ja, und antizipiere, ich meine, man sieht es ja auch dann ein bisschen, okay, die Wolken könnten aufreißen, wir sind an der Küste, es windet stark. Also, wenn es natürlich dann die Wolkendecke verreißt und du kommst ein Spiel über mit diesen dunklen Wolken, mit dem Licht, dann ist es ein fantastisches Bild. Ob es klappt, weiß natürlich nicht. Dann sagst du auch mal, jetzt antizipiere ich es. Ich bin eh noch eine Stunde vor Sonnenaufgang, die warte jetzt einfach noch die 60 Minuten und schaue, was passiert. Und am Schluss hat es sich dann ausgezahlt. Stimmt, hast du ja nichts anderes zu tun gehabt. Genau. Ja, bist du für das da gewesen? Ja, richtig. Dein Job gewesen. Dann das nächste Bild habe ich mich gefragt, ob das auf dem Mond aufgenommen worden ist. Also es ist eine ganz surreale Szene. Man sieht da so irgendwelche Metall, also wie alt, rostiges Metall. Hinten dran so eine Art Skulptur. Unten dran ein Boden, der so ein bisschen undefinierbare Farbe hat. Und hinten dran Sternenhimmel oder Milchstrasse. Wo sieht man so etwas? Das ist auch Australien, das ist Phillip Island und zwar hat es dort ein Schiffswrack. Okay. Durch dort an, es gibt verschiedene Wege, die eine ist ein abenteuerlich, wenn man so ein auf Ebbe und Flut aufpassen. Es ist im Meer raus? Ja, nein, es ist in einer Bucht quasi. Jawohl. Und das am unten dran ist in dem Fall Wasser? Ja, es wird, wenn
Flut ist, wird quasi wieder überspült und dann episch geht es zurück. Und ich glaube, da war gerade episch. Also das ist einfach quasi der Sandboden. Ja, eigentlich. Aber es sieht unglaublich cool aus. Es ist einfach so ein eine Szenerie, die man gar nicht... Also ich habe die Szene, das Bild nie gesehen, so etwas in dieser Art. Oder das, die Location. Ja, aber kann man sich das so vorstellen? Es ist schon die Nacht aufgenommen. Ich habe eine Aufnahme in dem Sinn. Das ist eine Aufnahme. Wir haben immer so kleine LEDs dabei, so im Kreditkartenformat. Das sind super gut. Und da haben wir wirklich die LEDs eingesetzt, also mit einer LED Schiffwrack ausgeleuchtet. Mhm. Und mit der anderen LED kurz quasi der rostige Brocken, den du vorne siehst, angeleuchtet im Moment. Und das ist natürlich langzeitbelicht, aber die Sterne sind keine akkuraten Punkte. Wir haben dort einfach kein Licht in dem Sinn, außer das, was wir mitgebracht haben. Und darum, die Sterne fangen schon Licht an zu ziehen, ist über 20 Sekunden belichtet. Und so bringst du das auch mit einer Aufnahme. Und wir sind nicht Fan davon, irgendwie drei Aufnahmen zu machen. Auch HDR ist ein Grau, sondern du musst wieder zusammensetzen. Und, ist alles ja, nicht ist so. Halt ein riesen Aufwand, ja. Ja. Mhm. Und wenn kurz belichtet ist, kannst du es ja mehrfach. Also hast du mehrere Versuche in dem Sinn. Ja, genau. Läuft nicht davon. Also in dieser Nacht jetzt? Nein, du könntest natürlich auch sagen, für den Himmel machst du eine kürzere Belichtung oder dass die Sterne akkurate Punkte werden, setzt sich das wieder zusammen. Aber ich finde, das ist okay, wenn man das... Eben, es gibt Leute, die sehr viel Aufwand betreiben mit so zusammengesetzten Bildern. Ist nicht jedermanns Sache. Schaffen die überhaupt noch? Oder sind die jetzt von der Reise zu mir gekommen? Habe ich mich gefragt, weil... Ja, du hast gesagt, du willst länger reisen. Mhm. Offensichtlich langt die Einnahme vom Bloggen und vom Videobloggen und all dem Sponsoring-Zeug wahrscheinlich noch nicht, um nicht zu arbeiten. So ist es, ja. Also, ja, das Arbeiten ist immer eine Definitionssache, oder? Das Arbeiten schlussendlich ist ja quasi alles arbeiten, aber ich habe quasi tatsächlich wieder meinen langweiligen Bürojob, den ich auch noch nebenbei habe. Der aber sicher sehr gut bezahlt ist und immer regelmässig den Lohn kommt. Also das muss man schon sehen. Ja, langweilig heisst nicht unbedingt... Also es ist nicht langweilig. Ich bin einfach gelernte Buchhalterin, was so gar nicht mit Kreativität zu tun hat. Mein Beileid. Genau, das sagt der Stefan auch immer. Es ist aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Ja, ich kann es einfach nicht erzählen. Wenn man den Ausgleich hat, oder? Genau. Darum gehst du fotografieren. Genau. Und so ist das quasi ja, wieder Ausgleich. Ich habe so ein bisschen die Leidenschaft Fotografie und habe nebenbei noch das, was ich gelernt habe, wo man so leicht von der Hand geht und ja, so passt das. Aber 100%, oder? Nein, never ever. Das sage ich auch. Wie viel Prozent brauchst du zum? Im Moment arbeite ich noch 80, aber Tendenz rückläufig. Gut. Ja, ich muss mich auf die Pensionierung vorbereiten. Das ist schon so. Und du schaffst? Bei mir ist es ein bisschen flexibler. Ich habe das Glück, dass ich mein Geld mit der Kamera verdienen kann. Mhm. Es ist einfach sehr breit gestreut. Das war schon im Vorfeld von der Reise so. Ich arbeite zum einen bei SRF als Journey, weil ich einmal Journalismus und Organisationskommunikation studiert habe. Das heisst, am Abend, so zwei Abend in der Woche, mache ich Sport aktuell, manchmal Sportpanorama. Mhm. Was machst du denn dort genau? Beiträge, Fernsehbeiträge. Also dort ist gehst du an Sportanlässe? Zum Beispiel, gerade am Samstag bin ich im Stadion in Bern, SCB gegen Rapid gemacht. Dann tust du filmen? Nicht filmen, es ist wirklich die journalistische Rolle. Also du hörst mich ab und zu Interviews führen mit den Spielern. Okay. Ich mache Beiträge für die Sendung, dann hörst du wieder meine Stimme, dass ich irgendwie einen Beitrag vertont habe. So Sachen. Es ist wirklich schreiben, Beitrag erstellen. Ja. Also dort ist die Kamera beiseite gelegt. Ich habe aber den Editor, den Kameramann natürlich, der dann das erledigt, dass man auch etwas sieht. Dann unterrichte ich Fotografie und Videoproduktion bei der Clubschule. Jawohl. Ich mache auf selbstständiger Basis Videoprojekte, Fotografieprojekte. Bis Ende dieses Jahr habe ich noch ein 6% Mandat bei einem Industrieunternehmen, wo ich die ganze Videokommunikation mache. Das lagert sich dann nächstes Jahr auf ein Freelance-Modell aus, auf das flexibler wird. Weil wir werden dann nächstes Jahr wieder unterwegs sein, teilweise im Ausland produzieren auch. Also es ist dann nicht Reisen, Ferienmesse, sondern Reisen und Produzieren. Okay. Und von dem ist es bei mir sehr breit gestreut, aber die Kamera ist immer irgendwie involviert. Und darum fühlt es sich für mich auch nie wie Arbeiten an. Oder Arbeiten, gerade in unserer Gesellschaft, ist immer so negativ konnotiert, wenn man teilweise schaut, oh, es ist Sonntagabend. Management ist so schlimm. Ja, aber das ist eine Einstellungssache, logischerweise. Genau. Ja. Und ja, das ist dann eigentlich kein Montag- bis Freitag-Job und dann kein 8- bis 5-Job, sondern du arbeitest einfach dann, wenn es halt etwas zu tun gibt. Mhm. Aber hast du dafür auch dann wieder mal frei, wenn es nichts zu tun gibt. Genau. Also das macht es viel interessanter oder entspannter, weil du einfach so ein bisschen, einfach eine gute Balance finden. Du musst natürlich schauen, dass du dich erholen kannst. Absolut, ja. Aber je nachdem, wie lange du arbeiten musst,
Oder wie gut dass der Job zahlt ist, umso weniger musst du arbeiten, umso mehr kannst du dir holen. Von dem richtig. Her, das finde ich genau gleich. Das ist gut. Interessant. Dann sind wir hier am Meer. Wo sind wir? Wir sind noch Phillip Island, ein Bild, das so eigentlich gar nicht gehen dürfte. Weil es ist verboten, da runterzuklettern. Es gibt also ein grosses Schild, wenn man dort hinkommt. Man gewusst, hey, das ist eine super Szenerie. Man findet tatsächlich schon Bilder so in diesem Stil. Mhm. Man gewusst, man wollen das fotografieren. Die Steinformation im Hintergrund, die heisst Pineapples. Mhm. Und dann haben wir auf der Karte mal geschaut, wenn man dort hinkommt. Haben dann einen Weg gefunden und wirklich dann das grosse Warnschild dort, hey, da runterklettern ist verboten. Weil ist gefährlich. Ja, es ja. Ist halt so eine Wiese quasi. Wiesenband und es ist extrem steil also, und rutschig halt. Also, und starke ja. Wind und ja, du könntest abrutschen. Wenn es normal anstellt, passiert nichts, sind wir ehrlich. Oder? Dann, ja, wobei eben die normalen Touristen ist vielleicht nicht geeignet, um nicht runterzugehen. Ja, mit den Flipflops ja. Oder so, genau. Und wir sind dann dort runter, haben jetzt in dem Fall bei dem Bild die Goldige Stunde fotografiert. Sandra kommt noch. Sandra, genau, dann die Blaue Stunde gerade mitgenommen. Und das Lustigste, wo wir dort unten am Umturm waren mit unseren Kameras, hören wir auf das Mal stimmen und dann ruft jemand ab und ich so, okay, jetzt gibt es Bus, oder? Am Schluss war es nur eine Schulklasse, wo, dann, ja, wo wir wieder oben waren, auch noch mit uns wollten reden, Fotos nicht wollten sehen und die haben sich dann angehängt, Social Media und so. Also, es war recht witzig, der Austausch, ja. Wo durch die Bilder wieder entstanden ist. Also, eigentlich darf es nicht geben, aber wir haben es gleich gemacht. Ja, aber eben, wenn manchmal muss schon ein bisschen, aber eben, wenn man sagt, wenn alle immer dorthin würden gehen, nicht sollte, dann wäre die Natur wahrscheinlich irgendein. Aber wir sind nicht wegen der Natur, sondern mehr aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen, ja. Okay, dann ist es okay. Dann sind die ganz grün. Das könnte fast bei uns sein. Also, ja, so ein bisschen rundherum könnte es bei uns sein. Wenn du runterschaust, ist das irgendwie so ein bisschen Asien. Ja, genau, ja, ist Bali. Und zwar ist der Wild entstanden, an selben Tag am Morgen, wo nachher der Vulkan gespuckt hat. Und man sieht dann auch im Hintergrund ein Räuchli. Jawohl. Da ist der Vulkan. Und wir sind an diesem Tag auch noch geflogen. Also auf den Vogel geflogen? Ja. Ja. Also geplant geflogen und irgendwie, wir haben es gar nicht realisiert, weil der hat sehr harmonisch ausgesehen an dem Morgen und wir haben gar nicht gewusst, dass der überhaupt Eruptionen hat oder schon gehabt hat. Und sind dann quasi Richtung Flughafen, wo dann unser Taxifahrer sagt, ja, haben wir mal geprüft, ob wir überhaupt können fliegen. Und ja, wir sind dann tatsächlich noch weggekommen, so quasi einer der letzten Flüge von, was sind wir geflogen? Malaysia. Malaysia, genau. Das ist wirklich der letzte, der raus ist, auch wo wir dort eingecheckt haben. Sie sagen ja immer, ja, schaltet eure elektronischen Geräte aus. Aber dort sind sie zu jedem anderen und sagen, schaltet die Geräte aus. Wirklich? Das ist kein Witz. Wir müssen näher an dieser Insel vorbei. Es ist nicht so Spass, wir wollen hier raus. Wir sagen, okay. Also, am Flughafen riesen Chaos. Das Lustige ist, ich weiß noch, ich habe das Bild gemacht, ich habe auf den Auslöser gedrückt und dann frage ich unseren Guide und Fahrer, hey, das dort hinten ist doch der Vulkan. Und meine, ja, das ist der Vulkan, der jetzt schon in den Medien war, lang voran, oder? Und ich sage, aber der Rauch und so, ist das normal? Und der meint so, nein, die können nächstens ausbrechen. Also ganz locker. Oder für sie ist das wie normal. Ja, wenn du dort wohnst, ist ja wahrscheinlich bricht der alt 20 Jahre aus. Ja, ja. Okay. Ja, sie leben mit dem. Oder für sie sind das Götter, die dort oben sind. Und Götter sind erzürnt, weil Touristen dort auf die Berge gehen. Weil Fotografen alles... oder Krieger? Also wir sind nicht dort. Okay. Ja, wir haben uns extra ferngehalten, um die Götter nicht zu erzürnen. Aber er ist dann gleich quasi... Hat, okay. Oder hat Eruptionen gehabt. Ausbruch ist ja wirklich das falsche Wort in dem Fall. Spannend. Es freut sich jeder, der gehört, ist ein halbes Jahr um die Welt gereist, der Schweizer sowieso, was kostet Spass? Ja, das ist natürlich sehr, sehr individuell. Abhängig. Genau. Also wir sind halt mit extrem viel Kamera-Equipment auch unterwegs gewesen. Und darum ist es für uns eher nicht zum Fragen, zum in mir Zimmer übernachten, wo dann halt der ganze Zeug einfach rumliegt. Und es nicht eingeschliessen. Ja, genau. Wo dann, wir müssen wirklich unser Zeug wegschliessen und haben dann meistens nein, eigentlich fast immer im Doppelzimmer übernachtet, außer dort, wo wir den Camper hatten. Mhm. Und wir haben, wenn wir jetzt einfach einen Betrag nennen, um die 20'000 Franken pro Person ausgegeben. 20'000 pro Person? Ja. 40'000 zusammen für ein halbes Jahr? Wir müssen aber sagen, das ist doch ein rechter Betrag. Es ist ein rechter Betrag. Wir haben 17 Flüge gehabt. Und wir sind wirklich, also wir haben auch teure Länder drin gehabt, wie beispielsweise Australien. Ja. Oder auch Namibia und Südafrika. Wo wir kann günstiger reisen, wenn man quasi einfach nur im asiatischen Raum reist. Mhm. Ich meine, dort haben wir irgendwie für ein Doppelzimmer 20 Franken gezahlt. Ich meine, da kannst du lange reisen für das Geld. Und es ist halt wirklich sehr individuell, also was man selber auch für Anspruch hat. Wir haben auch für 4'000 Franken. Ja, gerade würde ich sagen, meinen Kollegen, aber die sind dann mit dem Velo gefahren, muss man sagen, hat dem 4'000 Euro ausgegeben.
die haben das Geld einfach nur fürs Essen quasi gebraucht. Geschlafen in einem Zelt, fortbewegt mit dem Velo oder zu Fuß. Also man kann sehr günstig um die Welt kommen oder sehr teuer. Da ist, glaube ich, in der Pampa ja, wirklich alles möglich. Ist alles möglich. Schlussendlich muss man sich einfach entscheiden, wie bin ich unterwegs, mit was für Verkehrsmitteln und wie viel Komfort brauche ich zum Übernachten. Genau. Ja, und was mache ich natürlich auch so mit den Touri-Aktivitäten? Also ja. Will ich jetzt auf jedes Riesenrad in der Stadt oder was da alles gibt oder lohne ich das einfach weg? Ja, schlussendlich muss man sich entscheiden. Wobei, in einem halben Jahr magst du schon 20'000 verdienen in der Schweiz, wenn du schaffst. Ja, ja. Fragst du denn, dass die Wohnung und alles aufgeht im halben Jahr? Haben wir so nicht können. Okay. Aber wir haben quasi einen Kollegen, der für uns in der Wohnung gewohnt hat. Gut. Ja, genau. Das hat sich super ergeben, quasi seine Wege aufgelöst. Dann haben wir gefunden, bevor du jetzt etwas Neues suchst, dann geh ein halbes Jahr ja, in die Bude, lebe doch dort. Das ja. Coole ist auch, er kann dann zum Server schauen. Das war für uns auch wichtig, dass wir Zugang zu unseren Daten hatten. Also ihr habt einen eigenen Server? Ja, so eine Synology NAS-Box. Ja. Oder? Da haben wir als Server konfiguriert, dass wir von überall auf Daten zugreifen können, egal wo wir sind, über das Netz. Und dann machen wir Datensicherung machen, vielleicht noch Fotos? Ja, wenn es zulässt. Geht das? Von unterwegs, also, genau. Weil unterwegs, ich bin ja viel gereist und das ist zum Teil von extrem langsam bis extrem schnell ist jetzt alles. Mhm. Und ich hätte jetzt nie daran studiert, dass ich jetzt dort überall die Datensicherung machen könnte. Es war das Ziel, ursprünglich, dass wir alles aufspielen, aber wir mussten dann auch schnell merken, dass es nicht geht. Die Leitungen sind viel zu langsam und schlussendlich mussten wir dann mit externen Festplatten arbeiten. Ja, okay, ja, das ist glaube ich schon noch nicht so weit. Also in gewissen Ländern schon, aber es ist eben dort, was günstiger ist zum Reisen, ist das Internet meistens nicht so. Ja, ja genau. Der Kontrast quasi Namibia ist doch ein relativ teures Land zum Reisen, wenn man gute Lodges will beispielsweise, aber Internet. Nicht? Okay. Ja. Also da hat Nepal bis zum Everest Base Camp beispielsweise 3G-Empfang, locker. Okay. Aber Namibia ist dann doch sehr, sehr dünn gesiedelt. Ja. Dann haben wir auch Leute, also Einheimische, getroffen. Mhm. Sehr spannendes Bild. Ist das ein Netz zum Fischen? Oder ist das... Ja, genau. Also da befinden wir uns jetzt in der Region Indeleg in Myanmar. Mhm. Und da ist eigentlich so quasi die traditionelle Art, wie sie gefischt haben. Mit denen nicht. Und eigentlich sind, also in der Regel siehst du Männer, die das machen. Wir haben jetzt hier ein Model eigentlich gehabt, das für uns böse. Ja, das Problem ist, dass viele Fischer, die haben halt auch inzwischen die Bequemlichkeit von einer Jogginghose entdeckt und die fischen nicht mehr in ihrer traditionellen Kleidung. Das ist halt. Und wir haben quasi hier ein Model gehabt, das für uns posiert hat. Genau. Und was ist denn, also wenn du einfach möglichst ein authentisches Bild, so wie es sollte aussehen? Ja, wir haben eigentlich so Tradition von ihnen wollen zeigen in dem Bild. Und natürlich auch dort hockt mit der Jogginghose, dann mag das jetzt stimmen für den jetzigen Moment. Aber es ist halt nicht quasi die schöne traditionelle Kleidung, die man auf der Straße noch überall sieht. Also es ist nicht so, dass man die gar nicht mehr sieht und das jetzt total gestellt ist. Die laufen schon in diesen Kleidern rum, aber halt einfach die Fischer, die sind halt ein bisschen bequemer unterwegs und ja, darum ist da quasi eigentlich ein gestilltes Bild, genau. Tun die Bilder irgendjemandem zum Verkauf anbieten, so ein Magazin oder so, ist das das Thema? Magazin in dem Sinn zum Verkaufen nicht, es hat ein paar bei National Geographic, es hat ein paar bei Zeiss, es sind alles Online-Publikationen. Mhm. Was man jetzt macht zum Verkauf ist, man sieht die Bilder momentan im Impact Hub in Bern. So ein Coworking Space, ja. Wo sich auch viele Firmen nicht treffen. Dort haben wir können die Bilder präsentieren, die haben wir gestern aufgehängt, ein Teil kommt dann noch. Und die Bilder dort kann man dann kaufen. Der Erlös geht in ein soziales Projekt, das wir machen in Nepal, wo es darum geht, junge Nepali auszubilden in Sachen Fotografie, in Sachen Videoproduktion, weil dort ist ein grosser Markt vorhanden. Die Firmen zahlen sehr gutes Geld dort und das ist natürlich eine Chance für die Einheimischen dort, um das Leben dann auch aufzuziehen. Und darum machen wir jetzt das zum ersten Mal effektiv, dass wir sagen, wir verkaufen Bilder, eben für den Zweck, dass wir sie wieder in ein anderes Projekt hineinstecken können. Das ist doch sehr gut. Dann, ihr habt immer Frauen fotografiert. Schaffen die Männer nichts in Myanmar? Nein. Also das ist ja so ein typischer, also kein typischer Mannenjob, aber bei uns würde es keine Frau mit Ziegelstein oder Bachstein auf dem Kopf rumlaufen. Schon gar nicht so viel, oder? Ich fühle mich schon bei zwei Bachstein. Wie viel ist so ein Stein? 2-3 Kilo? Ja, locker. Also 20, 25 Kilo? Aha. Und noch einen in der Hand? Ja, nicht, also möglichst effektiv.
Ja, sie sind jetzt noch in der Komfortzone, sie sind im Zuschauer mal 9 mit und der Rekord von ihrer vorne, man muss sagen, sie ist 18, ist bei 11. Mhm. Sie schafft 11 auf dem Kopf. Also es ist unvorstellbar, ich fühle mich schon relativ mächtig mit 2 in der Hand. Oder? Ja, und das mache ich den ganzen Tag, 8 Stunden am Tag, für wie viel ist es? 3 Franken? Also, ja, das ist nein, 1,50. 1,50, okay. Okay, so. Aber sind sie extrem schön angelegt für das, dass so einen Baustellerjob hat, in Anführungszeichen? Ja, die sind halt, also wir machen alles sehr farbig angelegt. Ja. Ich finde ich auch unglaublich schön, es macht es auch so fröhlich. Ja, natürlich. Und ja, die sind auch nicht irgendwie mega betrübt oder das Gefühl, sie sind sehr unzufrieden. Wir sind dort vorbeigekommen und die haben uns angelacht. Wir konnten uns nicht direkt unterhalten mit ihnen, weil sie reden leider kein Englisch. Aber unser Guide und... Ja, ihr redet leider nicht ihre Sprache. Oder wir reden leider nicht ihre Sprache. Ihr seid so sagen, genau. Ja, das ist natürlich richtig. Wir können uns leider sind nicht fähig, uns mit ihnen zu unterhalten. Wir haben aber einen Guide, der für uns übersetzt hat. Und eben, die haben eigentlich total zufrieden gewirkt, obwohl das ein Job ist, den hier niemand machen würde. Also, ja. Ja, aber vielleicht hat er sonst keinen Job. Also es ist immer eine Frage von der Perspektive, wenn du sonst nichts hast oder es vielleicht gut zahlt ist. Ja, das ist das richtige Stichwort. Perspektive, das haben sie bei auch nicht. Also, sie kennen einmal nichts anderes. Ja. Und wenn man auch das Thema Reise jetzt bei ihnen zum Beispiel anspricht, dann sagt sie, Reise kennen sie so eben auch nicht, weil es gibt eine größere Stadt in der Nähe, die ist 15 Minuten entfernt mit dem Auto. Sind sie noch nie gewesen. Ja. Werden sie wahrscheinlich auch niemals hingehen. Okay. Das ist so krass. Sie kennen die nur vom Hören sagen. Aber es fühlt sich unglücklich durch das? Nein, generell, du merkst es, dass Leute, die wir definieren ja immer quasi Richtung über Materialismus auch definieren. Und gerade im asiatischen Raum, da haben die Leute wenig Materielles, aber sind viel, viel zufriedener. Sie nehmen das Leben intensiver wahr, oder? Das, was uns ein bisschen abhanden kommt. Oder die Geschwindigkeit, die wir natürlich in unserer Gesellschaft innen haben. Darum, nein, sie sind nicht unglücklich, auch gar nicht. Ja, das habe ich bei meiner Reise auch festgestellt. Also ich habe den tiefsten Slums von Mumbai mehr lachende Gesichter gesehen als Zürich auf der Bahnhofstrasse. Ja. Yeah. Und die haben nichts dort. Aber die haben sich einfach mit dem, eben eine andere Perspektive, eine andere Sicht, sind haben sich damit abgefunden, wenn man das überhaupt abfinden kann sagen. Aber die sind glücklich, die haben ihren Job, die einen tun ihre Cycle, die anderen machen irgendetwas anderes, sie haben seine Aufgabe und das langt. Ja, und sie streben ja auch nicht nach mehr, sie wollen genug haben zum Leben. Und wenn sie das erreicht haben, quasi auch, sagen wir jetzt, nehmen wir einen Tag, sie arbeiten, wenn sie noch 4 Stunden quasi den Tagessalär drin haben, dann schaffen sie nachher nicht noch mal 4 Stunden. Oder wie wir, wir können jetzt mehr Geld machen. Oder kaufen das teures Auto oder teure Wohnung. Ja, aber das ist der richtige Approach. Du schaffst so viel, wie du brauchst. Richtig. Und den Rest des Tages machst du etwas anderes. Ja. Aber es haben die Leute in der Schweiz noch nicht verstanden, dass man das könnte machen. Ja, das ist definitiv so. Ja, denken wir darüber nachher. Typisches Bild von Myanmar. Hat es dort immer so viele Heißluftballone? Ja, total. Also ich kann wenig Bilder sehen, aber das ist so ein bisschen, eben so ein bisschen Nebel und eine Landschaft und ein paar Ballone. Und so die verschiedenen. Sind das Gebäude oder sind das Säulen? Also hier in dem Fall sind es Tempel, sonst es ist immer Pagoden in Myanmar. Da sind es jetzt Tempel in dem Fall, weil das ist der Ursprung oder Pagan ist das alte Myanmar, dort das Ganze sein Ursprung. Und die Ballone, die siehst du jeden Morgen. Ja, das ist so eine Tradition. Pagan jeden Morgen und das sind unzählige. Ist das eine Touristenattraktion? Ja. Okay. Wir haben sie nicht gemacht, also so ein Ballonflug kostet bis 300 Franken. Mit dem bei uns, hä? Ja. Und wenn man sich überlegt, dass die Leute verdienen, haben wir gefunden, das unterstützen wir nicht. Wir nehmen das Geld, das man spart, und geben es quasi der Gesellschaft zurück in Form von Schulheften, Stiften für Kinder, machen dafür unsere Fotos und antizipieren quasi die Ballone mit dieser allmorgendlichen Tradition. Mhm. Okay, das finde ich besser, ja. Wann geht es auf die nächste Reise? Oder woran scheitert es? Nächstes Jahr haben wir schon wieder ein paar Sachen geplant. Aha. Und die allererst führt uns zurück nach Nepal. Okay, dass es dort dann weitergeht? Wir haben dort noch eine Rechnung offen. Ah. Ja, wir haben einen Track gemacht und haben aber leider können beenden. Und darum steht Tracking in Nepal nochmal an. Gut. Ja, und das kombinieren wir natürlich auch mit dem sozialen Projekt. Genau. Und wir werden den Kickoff machen von dem Projekt, die erste Ausbildungsphase zuerst unterrichten. Wer bildet das aus? Das machen wir selber jetzt im Bereich Fotografie und Video. Aha. Übernehmen wir.
Und wir haben so, wie ein Beispiel, musst du dir vorstellen, zum einen direkt Kids, die sonst keinen Access haben zu dieser Bildung. Dann machen wir Teach the Teacher, sagen wir dem. Also, dass wir die Experten mit ausbilden. Du kannst ja nicht immer dort aber dort teachen. Genau, das ist der springende Punkt, oder? Und dass wir nämlich dann auch die Experten vor Ort haben, die das weitertreiben. Und dann können wir nämlich von der Schweiz aus über Skype teilweise so Schaltungen machen, auch Bildbesprechungen machen. Dann gehen wir wieder rüber, dass man so einen Wechsel hat. Aber das kontinuierlich weiterläuft, oder? Dass auch die Nachhaltigkeit garantiert ist. Und da machen wir jetzt einen grossen Kickoff für das im März. Ja. Und dann werden wir gerade auch noch Produktion fahren, dort, wo es darum geht, so für den Tourismusbereich den Videos zu erstellen, Fotografien zu erstellen. Und das ist das erste grosse dann 2019. Sehr spannend. Da bin ich dann interessiert, wenn das läuft, wie das sich weiterentwickelt hat. Sieht wieder aus wie die Alpen. Täuscht vielleicht? Ja, Nepal. Okay. Aber auch in den Bergen. Ja, ja, aber es ist halt schon, es könnte jetzt, ja, von der Wiese her, bei uns ist es grün, das ist schon so in den Alpen. Ist, ich habe immer die Sonne ganz drauf, mit so einem Aufgang. Ja? Wir lieben es, gegen die Sonne zu gehen, wobei ich muss sagen, ich hätte sehr, sehr gerne das Bild gemacht, das ist nicht von mir, ich bin da krank im Bett gelegen. Ja, das ist eben der Track, den ich vorher angesprochen habe. Da ist richtig Annapurna Basecamp. Mhm. Das ist der Poon Hill. Das ist so ein ganz beliebter Spot für so einen Aufgang. Man läuft quasi am Morgen zuerst eine Stunde lang einen Hügel rauf, also auf den Poon Hill, und dann hat man eben den Sonnenaufgang. Und es ist einfach wunderschönes Licht. Also das ist jetzt nicht irgendwie noch extrem nachbearbeitet oder so, sondern das Licht ist einfach wirklich grandios dort oben. Also man hat, ja, es ist einfach überwältigend, und der Stefan ist eben krank im Bett gelegen, sprich er hätte gar nicht können geniessen. Nein, ich habe das nie mit eigenen Augen gesehen, wenn ich das Bild jetzt so an und dann sage, es ist ein Zimmer. Ja, darum sind wir das zweite unterwegs, dass immer einer kann fotografieren. Genau. Ja. Dann haben wir auch Tiere gesehen unterwegs. Mhm. Ja, zudem gibt es eine lustige Geschichte. Wir haben am Vorabend Kudu gegessen in einer Lodge und wir haben nicht gewusst, was Kudu wirklich ist. Also hast du schon gewusst, dass es irgendein Tier ist? Oder? Ja, ein Wild für sie, oder? Das muss auch etwas sein. Und dann haben wir mal gegoogelt und okay, cool, das sehen so aus, und am nächsten Tag sehen wir die. Und zuerst ist da das Weibli im Vordergrund quasi durchgestanden und hat die richtige Kamera gelassen. Ich so, es wäre schön, wenn es am Ende, wo da hinten auch noch irgendwie seine Kreise drückt, auch noch kommt und den Blick in die Kamera wirft. Und das ist natürlich auch ein Moment, der antizipiert ist. Es ist wirklich darauf gewartet, dass das am Ende kommt und auch mal den neugierigen Blick so wirft. Und das hat nur einen kurzen Moment gemacht. Das Weibli über Minuten weg und am Ende auch mal ganz kurz. Das ist der Moment, verwischt, nachher ist das Männchen wieder weitergelaufen. Also und das ist in freier Natur wahrscheinlich? Das ist in Namibia, der freien Natur. Es sieht so ein bisschen aus, wie, also man kennt so Bilder aus dem Zoo, oder man sieht es, es ist halt das, was wir halt kennen. Das war in Metosha, oder? Das war in Metosha, genau. Schön. Dann, was ist das? Der Oryx. Ein Oryx. Weißt du, von welcher Fluggesellschaft ist das Tier? Ah ja, das Wappentier von Katar. Okay. Die haben das hinten auf dem Seitenleitwerk. Ja. Die haben so eine wunderschöne Musterung. Ich bin sehr fasziniert von denen. Ja, und schön hell, also vor dem Hintergrund sehr gut sichtbar. Ja. Der also ist aus dem Auto fotografiert, weil dort darf man gar nicht raus. Sprich, der ist irgendwie am Wegrand gestanden und war mega fasziniert vom Auto. Und wir sind fasziniert von ihm. Und dann ist das Bild so quasi entstanden. Und ja. Es war einfach der perfekte Moment. Es ist relativ lange Brennweite wahrscheinlich. Ja, da ist 150 bis 600 Sigma haben wir da drauf gehabt. 150 bis 600? Ja, und Vollformat dann, noch gekroppt? Jetzt kommt es eben mit den 6500 mit Alpha, also noch ein Crop dazu. Ja. Etwa 900 haben wir gehabt. Dementsprechend eine kurze Belichtungszeit. Also immer ein bisschen mit dem Licht müssen kämpfen. Es war nicht ganz einfach gewesen, weil wir dann auch ein Tag von Wüste mit Toschen, der die Sonne nicht geschaut hat, weil ja sehr selten ist in Namibia. Aber wir haben den eingezogen, also quasi noch weniger Licht zur Verfügung gehabt. Und wenn wir so ein bisschen einen Workaround finden müssen. Das heisst, wir mussten oft wirklich Stativ dann auf der Schulter müssen abstützen beim anderen. Und quasi also das Objektiv auf der Schulter? Ja, sorry, natürlich das Objektiv. Hast du kein Stativ mitgenommen? Doch, hast du eins mitgenommen? Am Strand hast du eins gehabt dort? Ja, wir hatten schon ein Stativ gehabt, aber du musst vorstellen, im Auto ist es mühsam oder auch mit einem Einbeinstativ kannst du nicht schaffen. Das heisst, wirklich objektiv auf die Schulter drauf und dann das männliche oder das weibliche Stativ in dem Fall, wo man auch herumkommandieren kann. Aber sonst vom Material her, hast du wahrscheinlich auch nicht Platz für extrem viel?
Wir haben extrem viel dabei gehabt. Also ich würde jedem empfehlen, nehmt weniger mit, aber wir haben zwei Vollformat-Bodies dabei gehabt, wir haben zwei APS-C-Bodies dabei gehabt, wir haben etwa fünf, sechs Objektive dabei gehabt. Also aber jeder... das Grosse nicht, da haben wir uns liefern lassen, Kollegen, also den 150-600er. Oh, das haben wir abgeschickt? Das haben Kollegen, sind dann auch noch gekommen, gefunden, wir kommen auf Afrika, das interessiert uns auch, wir reisen mit euch durch Namibia, Südafrika, cool, kann ich das Objektiv mitnehmen? Das war eins der ersten Fragen. Und haben das ganze Material gebraucht? Oder haben das, könnt ihr sagen, am Schluss, das und das würde ich jetzt nicht mehr mitnehmen? Wir haben vom Fotoequipment her alles gebraucht. Okay. Aber nicht in das Objektiv gleich stark. Ja, nicht ja natürlich, das nicht. Aber eben fragst, kannst du nach dieser Reise sagen, das und das würde ich nicht mehr mitnehmen? Ja, da kommt extrem auf, wen du fotografieren willst. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich vielleicht eins weniger mitnehmen, das ich jetzt vielleicht nur zwei, drei Mal gebraucht habe. Gegen den Stefan ist halt lieber vorbereitet für jede Situation. Also, ja, da muss man sich wie so einen Kompromiss mit sich selber quasi schliessen. Und dann hat man halt vielleicht ein Bild nicht, wo ja, oder das, anders. Wie, ja, dafür hast du mehr Platz oder weniger Träge, je nachdem. Genau. Das ist halt schon ein Kompromiss. Eine ganz andere Frage. Wie hat euch die Fotografie euer Leben verändert? Gut, bei mir ist es ziemlich extrem. Also ich habe nie geplant, jemals irgendetwas mit Fotografie zu machen. Ich habe immer Journalist werden, habe darum auch Journalismus und Organisationskommunikation studiert. Ja. Und dann, zu seiner Zeit, hat die Schule noch keine Kamera zur Verfügung gestellt. Das, hat, also das bedeutet, es ist ein E-Mail gekommen, am Donnerstag, hey, bringt am Montag euch Spiegelreflex mit. Und ich habe angerufen, so, habe ich nicht, muss man da haben? Ja, ihr müsst das haben, ist Bestandteil oder part of the deal. Dann habe ich mir eine Kamera gekauft und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich habe das erste Mal auf den Auslöser gedrückt, dann das Glück hatte, dass ich Manuel Bauer noch als Dozent hatte. Sehr inspirierend natürlich, auch die ganze Reisegeschichte aus dem raus. Und dann hat es immer gesagt, du hast eine super Auge für Fotografie, keine Ahnung, oder, was das bedeutet hat zu seiner Zeit. Okay. Ja, aber das haben sie offensichtlich gesehen, dass du ein gewisses Talent hast. Und dann... Vielleicht, ja. Und dann ist es so weitergegangen. Dann habe ich auch fotografiert für mich. Dann haben mal Firmen angefragt, ob ich nicht etwas könnte fotografieren könnte, was gar niemand gefunden habe. Und ich meinte, ja, das passt gerade gut, was du machst. Und so hat sich dann das immer weiterentwickelt. Und heute ist es wirklich das Wichtigste für mich, weil ich die Kamera jeden Tag in der Hand habe, weil mir sich sehr viel um die Fotografie dreht. Und wenn ich überlege, wo ich überall bin, mit was für Menschen ich schon geredet habe und wo ich ohne Fotografie wahrscheinlich wäre und wo ich jetzt bin, dank der Fotografie. Also das hat alles geändert. Und im Job von einem Buchhalter? Ja, der Buchhalter, das passt ja gar nicht. Genau. Ich bin da mit Stefan drauf gekommen. Auf Fotografie. Wir sind, wann war das? Das ist schon vier, fünf Jahre her. In Paris sind wir in Paris, genau. Und dann hat er eine Kamera dabei gehabt. Ich meinte, ja, willst du nicht auch mal? Und ich bin dann so ganz sanft eingeführt worden über den P-Modus. Und irgendwann, ja, P-Modus ist das Beste, das benutze ich eigentlich auch. Genau, und irgendwie hat sich dann so ergeben und dann intensiviert auch mit dieser Reise, mit dieser Weltreise. Und für mich war es effektiv auch, du machst Sachen, die du vielleicht sonst nicht gemacht hättest, weil du das Bild willst und den Moment dann quasi ganz anders erlebst und sehr emotional auch erlebst und auch eben die ganzen Menschen, die wir kennengelernt haben. Ich behaupte, ein grosser Teil ist auch durch die Kamera, weil für uns war die Kamera auf der Reise wirklich wie ein Türöffner. Ja. Weil vorher haben wir nur Landschaften fotografiert und haben dann so quasi in Asien angefangen oder dort gemerkt, dass eigentlich Menschen da ist, wo das Land so ausmacht. Und dort, ja, dann sind wir dazu gekommen, um die zu fotografieren und das ist die Kamera, das ist einfach immer gerade schon ein Bezugspunkt gewesen. Das ist unglaublich schön gewesen, ja. Und da du, da hast du auch das Talent für Fotografie oder hast du, kann man das sich aneignen oder kann man das lernen? Das ist noch schwierig. Also, ja, das Auge muss wahrscheinlich schon wie ein bisschen haben, aber ich sage... Buchhalter hast du ja ein Auge für Zahlen. Ja, das ist so. Ist das ich habe auch immer gesagt, ich bin absolut nicht kreativ. Und das heißt heute auch noch? Nein, ich würde nicht mehr sagen, ich bin absolut nicht kreativ. Ich denke, das Auge kann man sich schon ein bisschen aneignen, indem man halt bei anderen auch ein bisschen schaut, okay, wie machen sie es, auf was schauen sie. Ja. Oder dass man dann halt irgendwie die Inputs bekommt und sagt, ja, jetzt musst du noch schauen, jetzt brauchst du noch ein bisschen Vordergrund und wie auch immer. Und man kann sich da schon, ich glaube, da kann man schon lernen. Okay. Ja, und du bringst das Talent mit, also ich sage gerne, ich hätte ihr Auge lieber als meins, weil Technik lernt schnell mal. Weißt, Technik hat einfach überhaupt keine Relevanz auf eine Art. Also ja, richtig. Für schlussendlich ein gutes Bild zu machen, braucht es schon ein bisschen Technik, aber das ist vielleicht 10-20%. Und der Rest ist eigentlich das von dir persönlich, Kreativität, gewisse Eigen,
Einsatz und das kannst du einfach mit Technik alleine machen. Das, ja, das verstehen ja viele nicht. Ja. Ich meine, jetzt kann ich manuell fotografieren, jetzt mache ich automatisch die guten Bilder. Nein, jetzt hast du mal einen Schlüssel, dass du potenziell die Bilder kannst machen, aber jetzt musst du es sehen. Genau. Jetzt musst du anfangen zu gestalten und ich glaube, Like hat doch den Spruch geprägt, oder? Jeder kann fotografieren, oder jeder, der sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings dauern und das ist ja genau das, oder? Ja, und das, was du nicht siehst, kann deine Kamera gar nicht festhalten, weil du das nützt ja die beste Kamera nicht. Und eine neue Kamera bringt in dem Sinne nicht bessere Bilder. Nein, sie macht das Leben im Feld außen einfacher, womöglich, aber sie macht nicht bessere Bilder. Genau. Sehr gut. Vielen Dank. Ja, danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.